Ja, Marvin, die Serie ist gerissen. Nach einigen Wochen wieder eine Niederlage 1-0 beim WRC. Was war denn das für ein Spiel heute? Ich glaube, es war das zu erwartende Spiel. Ich glaube trotzdem, dass wir über die erste Halbzeit genug Torchancen gehabt haben. Eine zweite Halbzeit im Endeffekt. Aber ich glaube, wir haben uns heute zu sehr vom WRC anstecken lassen. Die haben gewusst, sie können nur über das Emotionale kommen und über das Umschalten. Wir haben uns leider darauf eingelassen und ja, wir werden uns besser mehr auf uns konzentrieren sollen. Es hat da umstrittene Szene gegeben vor dem 1-0. Das war meiner Meinung nach eine klare Fehlentscheidung bei dem Out. Trotzdem hätten wir es besser verteidigen müssen dann. Oder? Ja, sowieso. Es ist halt für mich immer die Frage, wann darf der VAR eingreifen, wann nicht. Er meint, da darf er dann nicht mehr eingreifen. Ist zum Akzeptieren und ja, dass wir haben genug Zeit gehabt, dass wir das besser wegverteidigen. Bitte, ja, bitte. Du hast dann fast die erste große Torchance dann gehabt. Das war schon in der Schlussphase dann, also zum Ausgleich. Ja, leider. Muss ich machen im Endeffekt. Von der Position, ja, muss drin sein, im Kopf. Ja, was bedeutet das Spiel jetzt für euch, das Ergebnis? Schade, weil hätten wir uns von der Platzierung eine gute Ausgangsposition schaffen können und jetzt hilft nichts. Analysieren, abhaken und dann weitermachen. Müssen wir es woanders wieder gut machen. Wieder, glaube ich, mehr auf uns konzentrieren. Ich glaube, es war nicht alles schlecht heute, aber einfach wieder mehr unser Spiel durchziehen.